So, hallo und herzlich willkommen in der Küche. Wir haben ein paar Updates und ein Rezept. Aber erstmal die Updates. So, im ersten Rezepteteil von dieser Reihe hatten wir ja ein Couscous mit Gemüse gemacht. Jetzt haben wir das Couscous mit Gemüse noch etwas optimiert und in kleine Tütchen abgepackt. Und so ein kleines Tütchen mit Couscous mit Gemüse, in diesem Fall fehlen leider die Zwiebeln, da müsste man sich dann halt wirklich noch ein paar, wir hatten keine getrockneten Zwiebeln mehr, die trocknen wir ja selber, müsste man sich halt noch welche ranschmeißen, wenn man jetzt unbedingt sagt, man braucht Zwiebeln. Aber dieses hier ist jedenfalls jetzt unser Ready-to-Eat Couscous mit Gemüse für eine Person. Sehr klein verpackbar, ne? Sehr einfach mitzunehmen. Man muss natürlich auch passen, dass die Ziplock-Tüte nicht aufgeht. Und das hat, hier steht es ja schon die ganze Zeit. Hör den? Ja, ja, das kommt klar. Ja, danke, danke, danke. Ja, hier ist die Anweisung. Das hat 608 Kilokalorien. Ne? Dieses Beutelchen wohlgemerkt. Und das ist schon mehr. Und das Beutelchen wiegt 150 Gramm. Ganz genau. Und schon ein effizientes Nahrungsmittel, definitiv. Ja, geschmacklich, ne? Das ist halt im Prinzip Hartweizengrieß. Und der Geschmack kommt größtenteils tatsächlich von den verwendeten Gewürzen. Nichtsdestotrotz, schon eigentlich ganz gut. Ja, kann man echt essen. Also, ne, da gibt es Tütenessen, die sind auch nicht besser. Gut, der Clou bei diesem Ding ist jetzt, wir haben hier mal unser Grundrezept noch um ein paar Daten ergänzt, und zwar Geld. Nämlich 100 Gramm Couscous sind da drin, die kosten ca. 36 Cent. Dann 9 Gramm Karotte getrocknet, kostet ca. 10 Cent. Normalerweise sollte noch eine halbe Zwiebel getrocknet drin sein, die dann 7 Gramm wiegt und ca. 6 Cent kostet, je nachdem wie man seine Zwiebeln halt kauft. Dann haben wir 15 Gramm Sahnepulver drin, die kosten 15 Cent. 1 Gramm Sahnepulver, 1 Cent, kann man sich gut merken. 12 Gramm Eipulver, das ist vergleichsweise teuer. Das kostet nämlich 27 Cent. Ein kleines bisschen Mehl kostet quasi nichts. 1 Gramm Petersilie, ja, gefriergetrocknet, ne? Schon so gekauft, kostet 7 Cent. Und ein bisschen Salz und Pfeffer hat Evelyn jetzt mit 2 Cent veranschlagt. Ich weiß ja nicht, ob man da wirklich überhaupt, ne? Aber es ist Schweizer Salz und Schweizer Pfeffer. Oh, ja, in dem Fall. und dann kommt man auf 1,04 Euro. Für so ein Säckchen. Man kann es bestimmt auch noch auf 1 Euro runterdrücken, wenn man sagt, die Petersilie und das Salz und Pfeffer kosten nichts. Dann könnte man es sogar um 9 Cent runterdrücken, auf 95 Cent. Das Tütchen selber kostet vielleicht nochmal einen Cent, je nachdem, wo man seine Tütchen herbezieht. Also das war nochmal das Update zu einfach mal einem Ready-to-Eat-Päckchen, wie das dann später quasi aussehen soll. Und zu Kosten. Dann, zweites kleines Update. Ich hatte ja gesagt im großen Video, ich schaue nochmal, was es denn in der Schweiz so gibt, als an entsprechenden Lebensmitteln. Das haben wir jetzt in der Migros getan. Es gibt ja, glaube ich, zwei große Supermarktketten Schweizer Art. Den Coop. Die Coop? Der Coop. Der Coop. Der Coop. Und die Migros, beim Coop waren wir nicht, aber in der Migros waren wir, und wir haben mindestens drei hocheffiziente Dinge gefunden, nämlich ein Cookie. Also tatsächlich sind solche Süßigkeiten, sowas in Keksform, mitunter extrem nahrhaft und auch recht gut mitnehmbar. Beispielsweise so ein Keks hier, der hat 494 Kilokalorien pro 100 Gramm. Der wiegt 76 Gramm und damit haben wir bei diesem Keks hier allein 375 Kalorien. Ein so ein Olaf Keks ist einzeln verpackt, ist klein einzeln verpackt. Also die Menge an Müll, die da anfangen würde, wäre auch wieder sehr überschaubar. Das ist nur ein Beispiel, ja. Muss jetzt wirklich nicht dieser Keks sein. Und selbstverständlich gibt es sowas auch in Deutschland. Aber wir sind jetzt halt einfach mal drüber gestolpert. Zweite hocheffiziente Sache. Ich hatte ja gesagt, die krasseste Wurst, die ich finden konnte, war die Beefy. Die Schweizer, die haben noch was Krasseres. Zumindest hier regional, denn es gibt regional unterschiedliche Landjäger bei den Schweizern. Die sind auch hervorragend verpackt, weil mit diesem Netzgedönse, ne, das ist nun wirklich sehr überschaubar von der Müllmenge.
Man könnte sich die auch tatsächlich komplett ohne Netz mitnehmen, weil das hält sie ja in keinster Weise länger frisch. Das kann man also gleich daheim lassen und sich die Teile einfach so in den Rucksack oder seitlich dran stopfen, weil die duften ziemlich intensiv und das mag vielleicht nicht unbedingt jeder. Aber jetzt Folgendes. So ein Landjäger, die sind ziemlich hart, ziemlich unendlich haltbar gefühlt. Also nicht ganz, aber halt wirklich völlig unverpackt sogar haltbar. Also sehr, sehr praktisch. Haben eine essbare Haut und haben, und jetzt kommt's, 49 Gramm Fett, unter 1 Gramm Kohlenhydrate, unter 1 Gramm Ballaststoffe, und Eiweiß 26 Gramm. Ja, und dann noch 3,6 Gramm Salz. Also Salz ist auch noch durchaus bemerkenswert viel drin. Das, 100 Gramm von denen erfüllen, glaube ich, schon den Tagesbedarf an Salz. Oder sind sogar schon drüber. Ich weiß gar nicht genau, wo das exakt liegt, aber ja, irgendwas zwischen 3 und 4 Gramm war es, glaube ich. Ja, und haben eben aufgrund der Tatsache, dass sie zur Hälfte aus Fett bestehen, lass mich lügen, wo steht's denn? Ah, da. 548 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und das ist damit das offiziell energiereichste Fleischprodukt abseits vom krassen Speck, ne? Also dem nur Fettspeck, das wir finden konnten. Schon aussagekräftig. Ob man jetzt die Teile mag oder nicht, ist eine andere Frage. Es gibt aber jedenfalls noch was Krasseres als Beefy. Darum ging es uns eigentlich, dass das ja nicht sein kann, dass Beefy das Krasseste ist. Und wer Nüsschen mag und sich eine Nussmischung mitnehmen möchte, das ist für mich vor allen Dingen erfreulich, weil diese Sorte Nüsse mag ich auch sehr gerne, haben wir festgestellt, dass die Macadamia-Nuss, die mit Abstand fetteste Nuss ist, die es überhaupt gibt, die man kaufen kann. Mit Abstand. Nichts ist so kalorienreich wie Macadamia-Nüsse. Die sind jetzt zwar nicht ganz billig, in der Schweiz sowieso nicht, kann man auch in Deutschland kaufen. Ne? Und die haben tatsächlich sage und schreibe, und jetzt haltet euch fest, 754 Kalorien pro 100 Gramm. Also wenn man Nüsschen knabbern möchte irgendwie unterwegs, dann die Macadamia-Nuss ist einfach wirklich Nonplusultra, was den Energiegehalt angeht. Da kann man kaum was Besseres mitnehmen. Soll heißen, diese 150 Gramm Packung mit Macadamia-Nüssen, da ist man dann bei 1075 Kalorien ungefähr. Und wenn da jetzt nicht noch Luft drin wäre, wäre das noch erheblich kompakter. Also das ist Wahnsinn, also ne? Kann man ganze Touren theoretisch mitmachen. Sie enthalten außerdem noch einigermaßen viel Eiweiß, hält sich in Grenzen, also 8 Gramm, ist aber nicht schlecht, ne? Das ist nicht herausstechend schlecht, und relativ viele Ballaststoffe und noch ein ganz paar Kohlenhydrate, aber wirklich relativ wenig. Das ist also eine reine Fettnuss fast schon, ne? von der Nahrungszusammensetzung her, aber gut, ne? Ist effizient. So, das zur quasi zum Nachreichen, und jetzt haben wir noch ein Rezept. Und zwar dieses formschöne Pülverchen hier, kann man hier in der Schüssel wunderbar sehen, wie das entsprechend ausschaut. Sieht jetzt wirklich nicht besonders spektakulär aus, und wir wissen auch noch nicht, wie es schmeckt, ne? Wie viel kosten das ja immer hinterher. Das ist jetzt Käsepolenta. Cremiges Käsepolenta hat Evelyn es genannt. Das besteht aus diesen Zutaten hier, nämlich Polenta, Sahnepulver, Hartkäse getrocknet, Eipulver und verschiedenen Gewürzen. Da kann man ja variieren. Evelyn hat hier Salz, Pfeffer, Curry, Knoblauch reingeschmissen. Ich denke, da kann man so drüber nachdenken. Vielleicht noch ein paar Kräuter, wer mag. Muss aber, glaube ich, auch nicht unbedingt. Polenta ist ja Maisgrieß, für diejenigen, die das nicht kennen. Das Ganze sollte also quasi ja, so eine Art Käsebrei in Anführungszeichen werden. Diese breiige Konsistenz haben halt eben viele dieser Outdoor-Gerichte nun mal inne. Dieses Zeug, was man aus der Tüte da machen kann, das hat ja auch immer eine gewisse breiige Konsistenz, dass man also wirklich eine Beilage und eine flüssige Soße zum Drüberkippen
zustande bringt. Halt nicht mit solchen kleinen Päckchen. Und falls jetzt nochmal jemand sich fragt, warum muss denn das unbedingt alles einzeln verpackt als einzelnes Päckchen sein, warum kann man sich nicht die Zutaten mitnehmen und das unterwegs zusammenmischen? Das kann man selbstverständlich schon, aber erfahrungsgemäß, wir zumindest, haben meistens dann abends mitunter, wenn es eine harte Etappe war, keinen Bock jetzt noch großartig wirklich irgendwelches Zeug zusammen zu mixen, sondern wollen dann schon eigentlich relativ schnell eine kräftigende, stärkende Mahlzeit haben, ohne dann nochmal einen riesen Aufwand mit Kochen betreiben zu wollen. Wir gehen ja raus wegen der Landschaft und wegen dem Erlebnis, nicht wegen dem kulinarischen Genuss. Das kann man selbstverständlich auch verbinden, wenn man das möchte. Wir machen das nicht. Bei uns ist Essen mehr eine Notwendigkeit. Und wenn man was Effizientes hinbekommt, das zusätzlich auch noch ganz gut schmeckt, dann sind wir eigentlich sehr glücklich. So ein Rezept kann man sich übrigens, also wie man auf die Ideen für diese Rezepte kommt, kochtechnische Erfahrung, glaube ich. Also auf irgendwas mit Käsesoße in Anführungszeichen oder in Käsecreme wäre ich jetzt auch noch gekommen, indem ich Sahnepulver, gegebenenfalls noch Milchpulver, den Hartkäse und Eipulver irgendwie in irgendeiner Form zusammenmixe. Andere Sachen sind dann halt eben erfahrenen Köchinnen vorbehalten. Ich denke aber, das könnte schon schmecken. Und wir kippen Wasser drüber und wir probieren es dann aus. So, durch Zauberhand kommt jetzt das heiße Wasser angeflogen. Hey, ich dachte, das kommt jetzt durch Zauberhand da in dem Topf. Ja, it's magic. Nicht spritzen. Danke. So, wir rühren um. Das riecht richtig käsig. Und das riecht aber echt appetitlich, muss ich sagen. Also doch, ja. Löst sich gut. Ja, doch. Ja, das mit dem Wasser waren wir jetzt relativ großzügig diesmal. Okay, super. Polenta zieht hoffentlich noch ein bisschen. Ja, sonst machen wir einfach noch ein bisschen rein. So, unser Polenta zieht. Ich habe in der Zwischenzeit noch zwei Dinge zum Ergänzen. Erstens, wir haben herausgefunden, es gibt auch Vollkorn-Couscous. Also ergänzend zu Couscous als entsprechendes Tournahrungsmittel hat Vollkorn-Couscous tatsächlich ein paar Kalorien mehr. Es waren etwa 50 pro 100 Gramm ungefähr. Könnten auch 48 gewesen sein. Das würde sich also definitiv auch nochmal lohnen, mal mit Vollkorn-Couscous zu experimentieren. Wiegt dasselbe, mehr Kalorien drin, sprich effizienter und macht echt nochmal ein bisschen was aus, weil der normale Couscous, der ist ja absolut nicht schlecht, aber haut eigentlich jetzt auch nicht aus den Socken, was den Kaloriengehalt angeht. Und die zweite Sache war, dass ich noch bisher den Kartoffelbrei immer noch nicht vorzeigen konnte, weil hier in der Schweiz ist Fertigkartoffelbrei relativ teuer. Ich hatte es mal in Text unterm Video geschrieben, also in die Infobox, aber ich möchte es hier nochmal erzählen, weil die Infobox wird häufiger mal nicht gelesen. So, deshalb folgendes. Bei Kartoffelbrei, also es gibt im Prinzip die günstigen Kartoffelpreis, Instant-Kartoffelpreis, sage ich jetzt mal, von Lidl, Aldi, Netto, was auch immer. Die haben meines Wissens, ich habe bisher jedenfalls noch keinen entdeckt, habe auch noch nicht alle angeguckt, in dem Palmöl drin wäre, aber meines Wissens ist da jeweils kein Palmöl drin, mitunter noch ein paar so kleine E-Nümmerchen oder irgendwie sowas, aber die sind halt preis-leistungstechnisch ungefähr unschlagbar. Da kriegt man halt riesige Mengen an Kartoffelbrei für ganz, ganz, ganz wenig Geld. Das kostet halt, glaube ich, unter 1 Euro so einen ganzen Karton und da ist irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 realistische Portionen für jeweils eine Person dann entsprechend eben drin. Also mindestens 4. Das wäre der eine Kartoffelbrei. Dann gibt es die zweite Alternative zu Kartoffelbrei, wer die E-Nummern und so weiter und so fort scheut. Der kann auch Bio-Kartoffelbrei-Püree nehmen, also so fertiges. Das gibt es von zum Beispiel Alnatura. Und sicherlich auch noch von anderen Herstellern. Was man allerdings auf keinen Fall nehmen sollte jetzt in Sachen Kartoffelbrei, wäre das Zeug von Fanny,
weil Fanny, das ist für mich wirklich ein bisschen sehr dreist, macht hier einen auf. Ich habe einen glücklichen Bauer auf der Packung abgebildet und unsere Bauer, die ernten ihre Kartoffeln gefühlt noch von Hand und nur aus nachhaltigem Anbau und so weiter und so fort. Das mag, was die Kartoffeln angeht, vielleicht sogar stimmen, aber die kippen völlig unnötigerweise in ihren Kartoffelbrei und in all ihre Kartoffelprodukte noch Palmöl rein. Völlig unnötig. Die Konkurrenz muss das auch nicht machen. Wenn das gewisse Etwas ist, was Fanny-Produkte angeblich zumindest besser schmecken lässt als die Kartoffelbreis der Konkurrenz, dann möchte ich da nicht wirklich was mit zu tun haben. So, dann haben wir ansonsten hier noch gerade die Erkenntnis, dass unser Käsebrei in Anführungszeichen mit ein bisschen viel Wasser aufgegossen wurde. Und deswegen wird im Hintergrund fleißig noch ein wenig Polenta eingerührt, damit das Ganze etwas fester wird. Also sprich, sparsam mit dem Wasser sein. So, er ist fertig. So sieht er jetzt aus. So zur Konsistenz. Also das ist jetzt ein mittelfester Brei, würde ich sagen. So ungefähr wie Grießbrei. Und ich verköstige mal. Ja, doch. Also ich bin ja kein großer Polenta-Freund. Aber das ist schon fein. Doch. Die Zauberhand verköstigt. Zauberhand verköstigt auch. Ja. Meinung? Irgendwie noch ein bisschen zu pulverig. Vielleicht auch durch das Polenta, das wir jetzt erst gerade eben nachträglich eingerührt haben. Ja, klar, das hat es noch nicht so lange gezogen. Es könnte von mir aus auch so ein bisschen schlotziger sein. Kennt man den Begriff auf Hochdeutsch? Schlotzig müsste. Naja, kommt auf die Region in Deutschland an, ob man schlotzig kennt oder nicht. Naja, so ein bisschen cremiger, schmieriger, schlotziger, ne? Ja, ich glaube, es ist verstanden, was du meinst. Aber geschmacklich sonst ganz gut. Das sind mehr so Konsistenzfragen. Ich meine, Gemüse und Kräuter kann man irgendwas zum drauf rumkauen. Eben, getrocknetes Gemüse kannst du überall reinwerfen. Also jetzt so diese Trockenmischung. Ein paar Schnibbelsalat, die wir da schon kennen. Immer, was man dabei hat. Landjägerstückchen vielleicht. Ja, warum nicht? Geht alles. Aber so als Grundmasse auf jeden Fall sehr essbar. Kaloriendichte? Sehr gut. 443 Kilokalorien pro 100 Gramm. Ja, das ist natürlich wirklich gut. Ja. Das ist das Beste von den drei Gerichten, die wir jetzt gemacht haben. Dann haben wir es auch wieder. Macht's gut. Und jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll von Kochvideos.